So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Erst einmal bedanke ich mich für die vielen Zuschriften sozusagen, für die Wunschanalysen. Es sind schon deutlich mehr als 10 zusammengekommen. Ich werde die, wie gesagt, entweder am Freitag bzw. am Samstag dann verpacken, bzw. jetzt schon im Laufe des heutigen Tages auch einzelne rauspicken und dazu dann Analysen bringen. Zu den US-Märkten zunächst. Da gab es, als ich gestern noch das Video gemacht habe, das ja kam gegen 17 Uhr, 18 Uhr raus, da gab es eine Reversal. Allerdings, ja, dann eben schon hier ein Rücklauf unter den Rainbow-Indikator. Da war ich schon ein bisschen skeptisch, ja. Allerdings, ja, hat hier eigentlich nur der Nasdaq eigentlich so ein, das Reversal wurde wieder komplett verkauft, Dow Jones, also die Standardwerte waren deutlich stärker. Jetzt kommen wir hier heute oder auch schon gestern wieder an die Unterstützung von 4850 Punkten zurück. Hier versucht er sich jetzt wieder erneut nach oben abzustoßen, liegt jetzt hier dann am EMA 200 und dann eben bei 4870 Punkten liegt ein nächstes Widerstandslevel. Wenn das jetzt wirklich geknackt wird auf Stundenbasis oder 4 Stunden Schlusskursbasis, dann könnte ich mir dann doch noch vorstellen, dass es einen größeren Rücklauf gibt. Sonst bin ich da immer, bin ich nicht immer, sondern eher jetzt noch skeptisch. Allerdings ist eben auch sehr abhängig, was jetzt die Nasdaq macht, wenn heute Abend die Zahlen von Alphabet rauskommen. Hier wurde das Gap schon mal komplett geschlossen, also so ein Island, mögliche Top-Bildung mit einem Island-Gap gibt es jetzt hier nicht. Hier wäre es natürlich, aber jetzt so eine Vorahnung wie bei Apple habe ich im Moment nicht. Ja, also im Moment kann ich nicht es deuten, wie es jetzt vielleicht nach den Zahlen rauskommt. Erstmal sind ja eh zwei wichtige Zahlen vorhanden, nämlich Amazon bringen Zahlen ebenfalls heute nachbörslich raus und da hatte ich eher auf ein neues Hoch gedacht. Ja, gesetzt ist das falsches Wort, weil ich da nicht spekuliere auf so Quartalszahlen, jedenfalls nicht. Hier in die Einzelwerte kommt man ja dann eher nicht direkt wieder raus, wenn da die Gaps entstehen. Im Future-Bereich, der läuft ja so gut wie durch. Da kann man sich dann absichern bzw. eben auch Positionen eingehen. Hier wäre für mich eben neues Hoch noch denkbar. Sonst gibt es hier noch eine Unterstützung bei 790. Also wenn beide Zahlen eher negativ ausfallen, dann dürfte Amazon bei rund 790 eine Unterstützung finden, also nachbörslicher Handel vielleicht eben aus dem Markt gehen und bei Alphabet ex Google, ja, hier wäre es definitiv kritisch, ja, wenn es gleich unter 770 gehen würde. Sonst wäre hier noch ein anderes Gap offen bei 780. Also ich denke, wird sich eher dann, wenn es wirklich schlechte Zahlen sind, 780, 770 dann einpendeln. Aber das ist echt wirklich nur Spekulation. Eine Umkehrkerze gab es dann trotzdem noch bei Microsoft. Bei der Netflix-Aktie sieht es jetzt eben auch aus nach einer Top-Bildung. Man muss erst eine Tagesschlusskurs über 128 wieder stattfinden, dann kann sich das nach oben fortsetzen. Sonst wäre jetzt hier, nachdem es ein Stück höher ging, eher ein Rücklauf geplant und dann nochmal ein Hoch. Apple hat eigentlich dann auf Tageshoch geschlossen, obwohl ja, wie man gesehen hat, die Nasdaq eher dann schwächer tendiert hat. Also hier ist einfach die 114er Marke wurde da hier verteidigt, die Unterstützung. Zu Silber und Gold
Da haben eher auch die Minenwerte dann das Sagen gehabt. War ich ja dann trotzdem skeptisch. Ich war immer wieder, oder die favorisierte Richtung, meine persönliche Einschätzung war hier, charttechnisch, war eben ja alles eher ein Wirrwarr und kam dann heute wieder zurück an die 1755er Unterstützung. So kann sich das jetzt hier weiter nochmal nach oben ausdehnen. Doch wenn man jetzt eben viele Goldminenwerte sieht, das sieht den Wochenchart nicht besonders gut aus. Da kann ich auch eine King Ross, das war gerade eine Barrick Gold oder eine Ashanti Gold. Da gab es noch kaum richtige Aufwärtsbewegungen. Das einzige hier eine Newmont Mining, die gefällt mir am besten. Die könnte hier fertig sein schon und eher Richtung neue Hochs ziehen, anstatt dass man hier noch ein Tief erwartet. Bei den anderen könnte eben noch ein Tief folgen. Zum DAX. War hier gestern allerdings eben, wie schon in dem anderen Video erwähnt, war eben ein Rücklauf vor der gestrigen Börsensitzung denkbar, Richtung eben 10.720 bzw. eben 10.710 Punkten. Und dann nochmal deutliche Schwäche, es ging jetzt nur hier hoch, dann ein Rücklauf, der kein neues Tief hatte. Wenn das Level von 10.725 nicht rausgenommen wird, ist es eher trotzdem noch meine favorisierte Variante. Also Kurse 10.600 Punkten, und wenn hier dann eine Umkehrformation sich ergibt, dann kann sich das hier im Prinzip dann so gestalten und vielleicht hier das Gap dann schließen, wäre eine Möglichkeit. Natürlich die Alternative ist nur ein kleiner Rücklauf und dann nochmal hier unten kann man auch noch ein Gap suchen bei 10.500 Punkten. Das wäre dann die Alternative, dass es eben Richtung dieser Gap-Kante dann noch geht. Sollte sich die Erholung dann in etwa bei 10.650 Punkten ein Ende finden. Sonst, Pro7 ist nicht aktiviert worden, steht da knapp vor der Beiträgermarke. Beim australischen Dollar, kanadischen Dollar ist ja das Kursziel erreicht worden. Das kann ich jetzt hier auch löschen. Palladium ist leider deutlicher zurückgekommen. Jetzt muss man mal schauen, die erste Position war ja hier denkbar und das wichtige Level ist eben knapp über der 600 US-Dollar-Marke. Wenn jetzt eben Gold und Silber auch noch mal einen schwächeren Tag erlebt, dann werden wir hier bei Palladium auch die 600 US-Dollar sehen. Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuhören, Zusehen. Dann bis später.